und herzlich willkommen zu meinem Video. Wie man sehen kann, bin ich gerade von der Schule gekommen und genau, ich habe jetzt gerade meine Jacke ausgezogen und meine Tasche abgestellt und genau, auf jeden Fall hatte ich heute ein bisschen länger Unterricht, also ich hatte bis 14.30 Uhr Unterricht, jetzt ist schon fast 15 Uhr. Heute werde ich euch meine Afterschool Nachtroutine zeigen, also ich werde euch einfach zeigen, was ich so abends mache, nachdem ich von der Schule zurückgekommen bin. Und genau, also immer wenn ich nach der Schule nach Hause komme, dusche ich als erstes, weil dann fühle ich mich einfach frischer, so nach der Schule. Und genau, und nach dem Duschen ziehe ich mir dann schöne, gemütliche Klamotten an. Also die sind nicht unbedingt schön, aber einfach irgendwas Gemütliches. Also heute hatte ich halt das hier an, so ein Pullover und diese Hose. Ich liebe die Hose, Leute. Also das ist eigentlich auch ganz gemütlich, aber nicht so gemütlich, um zu Hause zu chillen. Und deswegen ziehe ich mir immer meistens eine Jogginghose an. Also eigentlich immer eine Jogginghose und irgendein Oberteil, was ich finde. Nachdem ich dann meine Klamotten angezogen habe, meine Chill-Klamotten, dann esse ich immer Mittagessen. Also ich hoffe, das Video gefällt euch. Also ich habe jetzt mein Essen gemacht. Also ich habe hier einfach Pizza. Das ist jetzt nur eine halbe Pizza, weil ich habe nicht so viel Hunger und ich habe halt noch meinen Salat hier. Und genau, deswegen habe ich jetzt hier nur eine Hälfte Pizza und später kann ich dann, wenn ich noch Hunger habe, irgendwas anderes essen. Und genau, dann habe ich hier Salat und genau, da ist jetzt noch kein Dressing drauf. Und dann habe ich hier einmal so einen Kuchen. Ich glaube, das ist Puddingkuchen. Genau, den hat meine Mama einfach gekauft und der schmeckt richtig lecker. Ich habe gerade eben schon ein Stück gehabt und das schmeckt richtig lecker, Leute. Auf jeden Fall lasse ich mir das jetzt schmecken und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also ich bin jetzt fertig mit Essen und genau, es war auf jeden Fall sehr lecker. Achso, ich wollte euch noch mein Outfit zeigen. Also ich habe hier einfach eine Jogginghose an und so einen Top und noch das hier, weil es ist gerade ein bisschen kalt. Ja, und nach dem Essen gehe ich dann immer direkt in mein Zimmer und lege mich einfach in mein Bett hin. Manchmal sitze ich auch, also es kommt drauf an, was ich möchte, aber meistens liege ich in meinem Bett. Und dann chill ich einfach. Also ich mache nicht direkt irgendwie Hausaufgaben oder so, weil ich muss mich erst noch von der Schule ausruhen. Meistens liege ich halt immer in meinem Bett und gucke einfach irgendeinen Film oder eine Serie. Also ich möchte gleich einen Film gucken. Und ja, und sonst bin ich halt einfach an mein Handy und schreibe vielleicht mit meinen Freunden oder so. Manchmal telefoniere ich auch. Also nicht so oft, aber manchmal so. Oder manchmal gucke ich einfach TikTok. Manchmal gucke ich auch zusammen mit meiner Mama irgendeinen Film. Oder eine Serie oder so, oder YouTube. Und während ich chille und einen Film gucke oder mein Handy bin, muss ich immer einen Snack haben, Leute. Vor allen Dingen, wenn ich einen Film gucke. Und genau, ich habe eigentlich richtig viele Snacks. Ich werde mir einfach ein paar Snacks neben mich legen und genau. So Leute, also ihr seht mich jetzt gerade nur zur Hälfte, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt meinen Film geguckt, ich habe den auch zu Ende geguckt und genau, ich werde später noch wahrscheinlich ein bisschen was gucken, vielleicht eine Serie oder noch einen Film. So, jetzt sieht man mich besser, es ist gerade ein bisschen, glaube ich, zu hell. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Also genau, auf jeden Fall, nachdem ich immer so gechillt habe, sage ich mal, gucke ich dann immer, ob ich irgendwelche Hausaufgaben auf habe. Und genau, und dann mache ich halt Hausaufgaben. Aber heute habe ich tatsächlich keine Hausaufgaben auf. Genau, aber ich muss noch was von Geschichte aufschreiben und deswegen mache ich das gleich. Also ich werde dann einen Text lesen und ja, das war es eigentlich. Ich werde nicht viel machen, vielleicht noch irgendwas markieren. Aber ich werde das Ganze auf meinem iPad tun. Genau, also ich habe halt so einen Bogen bekommen, aber ich werde es einfach auf mein iPad lesen, weil da fühle ich mich cooler irgendwie. Und dann kann ich halt auch besser markieren den Text. Könnte ich eigentlich auch auf dem Zettel, aber ich habe irgendwie keine Lust, das zu machen. Da muss ich nämlich meine ganze Federtasche rausholen und darauf habe ich jetzt keine Lust drauf. Und deswegen, genau, ich werde das dann einmal ganz kurz auf meinem iPad machen. Das wird auch nicht so lang dauern. Und genau, Leute, ich bin sehr glücklich, dass ich heute keine Hausaufgaben auf habe. Und ja. Bye.
hat es gar nicht mehr so lange gedauert, den Text zu lesen. Es war auch nur ein kurzer Text. Jetzt habe ich nicht mehr wirklich was zu tun. Also es ist jetzt schon etwas später. Aber es ist noch auf jeden Fall noch nicht Zeit, um ins Bett zu gehen. Genau, also ich gehe immer um 22 Uhr ins Bett. Und ich mache mich, also eigentlich mache ich mich meistens so kurz vor 22 Uhr fertig. Und dann bin ich, also Bett fertig. Und dann bin ich meistens vielleicht so 22.20 Uhr erst so richtig im Bett und schlafe. Aber mal gucken. Also ich glaube, heute werde ich mich so um 21.30 Uhr oder 40 Uhr Bett fertig machen. Genau, also normalerweise mache ich mich immer so 21.50 Uhr so fertig. Und genau, was ist jetzt noch nicht 21 Uhr. Und deswegen habe ich mir hier jetzt noch einen Snack gemacht. Und zwar, das ist Fruchtsalat. Ich kann euch das jetzt nicht richtig zeigen. Aber ich habe mir hier einen Fruchtsalat gemacht. Also das sind einfach Früchte und Alpro-Joghurt. Und ich habe da noch ein bisschen Honig reingetan. Ich esse das immer, Leute. Ich liebe das. Schmeckt so lecker. Also manchmal räume ich noch ein bisschen mein Zimmer auf, so wenn es unaufgeräumt ist. Aber heute war es eigentlich ganz aufgeräumt, finde ich. Auf jeden Fall, das wäre jetzt so gerade so die Zeit, wo ich eigentlich Abendessen essen würde. Also es ist jetzt übrigens 19 Uhr. Und heute werde ich aber nicht Abendessen essen. Meine Mama hat heute Reis gekocht, aber ich habe gerade nicht so viel Hunger und deswegen esse ich das nicht. Kann auch sein, dass ich das vielleicht in einer Stunde oder so esse, aber ich denke mal nicht. Ich habe ja auch erst vor ein paar Stunden gegessen und deswegen bin ich noch nicht so hungrig. Aber Snacks gehen immer und deswegen habe ich mir hier das hier gemacht. Und genau. Und weil ich jetzt nichts zu tun habe mehr, werde ich jetzt einfach wieder einen Film gucken oder eine Serie. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich mich bettfertig mache. So, es ist jetzt kurz vor 22 Uhr. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt bettfertig machen. Und genau, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist so nach dem Abendessen halt, wenn ich dann wieder so chille. Manchmal mache ich dann noch so einen YouTube-Shorts oder so. Also das muss man ja ausschneiden und dann schneide ich das. Es dauert aber auch nicht so lange. Es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Aber heute habe ich eigentlich hauptsächlich nur Filme geguckt. Und war ein bisschen an meinem Handy. Und dann, bevor ich mich bettfertig mache, also bevor ich meine Zähne putze und so, packe ich dann immer natürlich meine Tasche für den nächsten Schultag. Ist ja klar. Genau, ich gucke dann einfach immer auf meinen Stundenplan, was ich am nächsten Tag habe, weil ich kenne meinen Stundenplan nicht auswendig. Und ja, und dann packe ich meine Tasche und dann suche ich mir ein Outfit raus für den nächsten Tag. Einfach damit ich halt morgens nicht so viel zu tun habe. Weil ich würde das halt sonst nicht morgens schaffen, meine Tasche zu packen, um mein Outfit rauszusuchen, um mich fertig zu machen. Da müsste ich viel früher aufstehen und deswegen mache ich das am Abend zuvor. Jetzt, Leute, werde ich euch ein bisschen so durch meine richtige Abendroutine oder Nachtroutine, kurz bevor ich jetzt schlafen gehe, mitnehmen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ich meine Zahnspange richtig reinige. Also ich habe hier einmal von meinen Kieferorthopäden sowas bekommen. Also das habe ich mir selbst gekauft. Das ist einfach so ein Tongue Scraper, Leute. Holt euch das, das ist so cool. Damit kann man so die Zunge putzen. Das kratzt so das Weiße von der Zunge ab. Ich benutze das nicht jeden Tag. Bevor ich immer meine Zähne putze, nehme ich mir hier dieses Ding hier. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch. Ich gehe dann einfach zwischen den Draht von meiner Zahnspange und dann so. Und dann putze ich vor meinem Zahnfleisch, also weg von meinem Zahnfleisch. Und oben wäre es dann halt so von oben nach unten, also immer halt weg vom Zahnfleisch. Und das mache ich jetzt bei jeder Lücke vom Draht. Und das dauert auch gar nicht lang, Leute. Das ist halt nur, um halt die Essensreste daraus zu bekommen. Also ich bin jetzt fertig. Jetzt habe ich auf jeden Fall nichts mehr zwischen den Drähten stecken. Und ja, ich werde das jetzt einmal kurz waschen gehen. Dann putze ich einfach ganz normal meine Zähne. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist einfach nur normal Zähne putzen. Und manchmal, wenn ich richtig viel Zeit habe und wenn meine Zähne so richtig dreckig sind, keine Ahnung, also heute auf jeden Fall nicht. Da benutze ich noch das hier, das ist so eine Mini-Zahnbürste. Und da gehe ich immer halt hier so oben, das ist immer sehr gelb, keine Ahnung. Und da putze ich das dann einfach so. Also ich habe jetzt diese Sachen, habe ich von meinem Kieferorthopäden bekommen. Aber das hier habe ich jetzt zum Beispiel selber gekauft. Und genau, das kann man, also meistens, wenn man eine Zahnspange bekommt, dann kriegt man das immer eigentlich mit vom Kieferorthopäden. Das hier wechsle ich halt immer. Und genau, das kann man einfach überall kaufen. Also bei Rossmann, DM und Müller. Ich habe das jetzt bei Rossmann gekauft. Und bei
Müller gibt es eigentlich auch ganz gute. Ja, das war's eigentlich. Und jetzt gehe ich einfach nochmal meine Zähne putzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann meine Skincare mache. So, also ich habe jetzt meine Zähne geputzt. Und wenn ihr weiße Zähne haben wollt, dann müsst ihr unbedingt die Zahnpasta mit Kohle benutzen. Da gibt es so einige bei Rossmann und DM und Müller wieder. Jetzt werde ich auf jeden Fall mein Gesicht waschen und dann meine Skincare machen. Ich werde euch nicht die einzelnen Produkte zeigen, die ich benutze. Ich werde es einfach machen und euch mitnehmen. Und genau, wenn ihr das sehen wollt, welche Produkte ich benutze, dann könnt ihr gerne meine Skincare-Routine angucken. Ich kann euch das Video unten in meiner Infobox verlinken. Dann könnt ihr darauf drücken und euch das angucken, wenn ihr meine Skincare-Routine sehen wollt. Ich nehme jetzt diese neuen Dinger. Ich benutze die immer, Leute. Die sind so cool. Wenn man das Gesicht wäscht, dann kommt halt das Wasser hier rein und dann tropft das nicht hier so runter. Ich kann euch sagen, das ist echt ein Life-Changer. So, und jetzt der letzte Step sind die Gummis für meine Zahnspange. Und zwar muss ich meine Gummis nur nachts tragen, also über die Nacht, wenn ich halt schlafe. Und genau, die sehen einfach so aus. Die habe ich vom Kieferorthopäden bekommen. Die kriegt man eigentlich immer mit. Und davon brauche ich jetzt nur 2 Stück. Also ich mache das einfach mit meinen Fingern. Man kann das auch mit einer Pinzette zum Beispiel machen. Das mache ich nur, wenn ich das irgendwie manchmal nicht hinbekomme. Aber es klappt eigentlich ganz gut wegen meinen langen Fingernägeln. Also das muss ich jetzt ganz hinten beim letzten Bracket und dann hier vorne am Eckzahn. Das wird jetzt ein bisschen komisch aussehen. Also ich kann das auch nicht richtig zeigen. Also einer so und dann... Oh. Also das tut jetzt nicht so doll weh. Also es zieht halt einfach nur ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. Und jetzt mache ich einfach noch zum Schluss Vaseline auf meinen Lippen. Ich bin jetzt in meinem Pyjama. Ich habe hier einmal diese Schlafhose an. Und eigentlich ist es ja so eine Weihnachtshose. Und immer vor dem Schlafen trinke ich immer ein ganzes Glas Wasser. Ich gehe dann gleich ins Bett und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann like dieses Video gerne und abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos und aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, bis beim nächsten Mal. Gute Nacht, hab ich lieb. Mua.